Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein Jahr lang um Klimaschutz gerungen und gestritten. Wir stehen ja am Ende des Jahres, nicht nur hier, sondern in der ganzen Republik. Und wenn wir mal ein Jahr zurückdenken, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, für mich war Freitag eher so Symbol fürs Wochenende. Mittlerweile ist Freitag Symbol für eine weltweite Jugendbewegung für das Klima geworden. Und das bleibt. Und was mir von der Klimakonferenz in Madrid in Erinnerung bleibt, das ist nicht in erster Linie das Scheitern, das traurige Ende der Verhandlungen, sondern es sind Menschen wie die Umweltaktivistinnen in Lateinamerika, die in manchen Staaten vom Tod bedroht sind und die weiterkämpfen. Das sind Indigene wie im Amazonas-Regenwald, die ihre Umwelt und ihr Leben verteidigen gegen einen rechten Brandstifter. Das ist ein Mensch wie James Beck, während er ist Priester in den Fidschi-Inseln und auf den Fidschi-Inseln und kämpft gegen den Meeresspiegelanstieg und für sein Volk. Aber ja, natürlich, es gibt auch negative Nachrichten von der COP. Es gab die großen Bremserstaaten wie Brasilien und die USA. Es gibt Staaten wie Australien, die neue Kohlekraftwerke planen. Es gibt Staaten, die neue Atomkraftwerke planen. Wir haben mittlerweile in Deutschland ja schon irrlichternde Gesellen, die die Renaissance der Atomkraft fordern. Ich kann Ihnen sagen, das werden wir nie mitmachen, das wird nie passieren. Dagegen werden wir kämpfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sowas ist frustrierend und es lähmt uns auch als Weltgemeinschaft. Und es ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die hier im Bundestag sitzen, nicht für echten Klimaschutz, sondern weil sie Angst schüren wollen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber das Gute ist, die Botschaft am Ende dieses Jahres, die ist nicht Angst, die Botschaft, die ist Zuversicht. Weil selbst in den USA die Regionen wie Kalifornien nicht auf den Präsidenten warten. Die machen einfach selbst den Kohleausstieg, Steinkohleausstieg in Kalifornien zum Beispiel eben, planen dieses Jahr den Atomausstieg. Und auch China setzt seit vielen Jahren nicht mehr nur auf Kohle, sondern auf Wind und Sonne. Die haben dieses Jahr so viel Solarleistung neu installiert, wie wir in Deutschland insgesamt haben. Aber auch die europäische Ankündigung ist schon gefallen, eines neuen Green Deals, eines grünen Vertrags. Die gibt Hoffnung. Und ich glaube, wir Grüne sind unverdächtig dessen, dass wir sagen, die EU-Kommission hat schon die Fahnenstange im Klimaschutz erreicht. Da sind die Ambitionen sind schon richtig und die Maßnahmen sind schon voll ausgeschaltet. Das ist noch nicht so. Aber wirklich von unserer Seite Respekt aus, was diese neue Kommissionspräsidentin und ihr Team schaffen, diese Stimmung zu verbreiten und diesen Mut zur Neuorientierung zu verbreiten. Denn es gibt eine reale Chance für uns, der erste klimaneutrale Kontinent der Erde zu werden. Und der Energiekommissar, Herr Timmermans, Sozialdemokrat, hat mir gesagt, es ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber ich habe den Eindruck, ich muss es hier noch mal aussprechen, dass Deutschland diesen Green Deal eine sehr wichtige Rolle spielen kann und muss, gerade mit unserer Industrie, Chemie, Stahl, Automobilindustrie. Nur aktuell tun wir es noch nicht. Hören Sie endlich auf, mit der Abrissbirne durch die Windenergiebranche zu fegen. Geben Sie unseren Unternehmen die Chance, Technologieführer zu sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Denn Deutschland hat das Zeug, an der Spitze einer grünen Wirtschaft zu stehen. Und ein Stück weit ist das ja an diesem Wochenende schon gelungen. Wir Grüne haben im Vermittlungsausschuss geschafft, dass der CO2-Preis langsam den richtigen Weg einschlägt, auch wenn er damit noch lange nicht am Ziel ist. Aber es ist ja damit wohl klar, dass die Welt nicht untergeht, weil die Tonne CO2 jetzt 25 Euro statt 10 Euro kostet. Nein, sie wird mit uns Grünen sogar ein Stück gerechter, denn der Strom wird deutlich günstiger, und zwar für alle. Und gleichzeitig belohnen wir klimafreundliches Verhalten. Das ist faire Umverteilung, das ist Lenkungswirkung, das ist sozial und ökologisch gerecht. Damit ist aus diesem schlechten Klimapaket noch kein Gutes geworden. Wir haben noch sehr, sehr viel vor. Davon können Sie ausgehen. Wir haben noch viel im Köcher. Aber dieses Signal war enorm wichtig angesichts des bitteren Ergebnisses von Madrid. Und es zeigt, der Druck von der Straße wirkt. Es zeigt, es ist weitaus mehr möglich, als wir hier bisher hatten. Wir sammeln unsere Kräfte und kehren voller Tatendrang zurück für das Klimajahr 2020. Vielen Dank. Sagt Lisa Badum von den Grünen. Übrigens